Driver Development has been dominated also, by Treiberentwicklung ist viele Jahre in C gemacht worden und es wird auch heute hauptsächlich noch so gemacht. C hat grundsätzliche Probleme und es gibt bessere Alternativen. Aber die kämpfen immer dagegen, dass sie wohl langsam sein sollen und schwierig zu benutzen sein. Das Team hier heute erklärt euch, dass das nicht wahr ist, dass ihr Treiber mit Hochsprachen schreiben könnt und dass die sehr gut funktionieren, dass sie eine sehr hohe Performance haben. Paul, Simon und Sebastian. Thank you. Yeah. I'm Paul. With me are Simon and Sebastian. And just ich bin Paul und mit mir sind Simon und Sebastian. I speak quite fast usually, so sorry to the translators and so. Ich rede schnell und Entschuldigung zu den Übersetzern und die zuschauen. Auf der rechten Seite könnt ihr den Playback Speed verzögern. Auf YouTube kann man das wohl auch machen. You might have already seen that we have quite aber vielleicht habt ihr schon gesehen, dass wir hier drei Namen haben. Als viele Namen haben. Das sind alle Leute, die hier mitgemacht haben. Das sind meine Studenten. Simon and Sebastian, who both did a bachelor thesis with me. I'm a PhD heute habe ich hier Simon und Sebastian. And I'm researching performance of software packet processing system. Und ich bin Forscher an der Uni München für Paketverarbeitung. Heute aber reden wir über Netzwerktreiber. Wir haben Netzwerktreiber als Studie verwendet, weil es unser Forschungsbereich ist. Und User-Space-Treiber kann man auch die ganzen tollen Sprachen verwenden. Ich habe letztes Jahr auch schon über Netzwerktreiber geredet. Hier ist nochmal eine Zusammenfassung vom letzten Jahr. Ich habe das ICSI-Projekt vorgestellt. Das ist was, wo ich angefangen habe und zeigen wollte, dass man im User Space Treiber schreiben kann, die verständlich und schnell und lesbar sind. Also nicht mehr tausende von Zeilen von C-Code, die voll Referenzen zu Spezifikationen sind. Wir haben seitdem Unterstützung für Wirt.io gemacht. Und auf GitHub könnt ihr es anschauen. Damals habe ich es in C geschrieben. Warum würde man einen Treiber in C schreiben? Ist eine offensichtliche Frage. Ja, warum nicht? Sind doch die meisten. Aber wenn man natürlich damit Ausbildung betreiben will, dann kann man das so machen wie alle anderen auch, damit jeder das auch lesen kann. Ich denke, in ein paar Fällen kann es ja auch schön sein. In ein paar Fällen. Can we get a quick show of hands who here thinks they can read C code? Wer kann hier C lesen? Way more than expected. It was like basically everyone. Das sieht so fast aus wie jeder. Lass uns mal ein bisschen C-Code anschauen. This is some actual code from. Das ist echter Code von unserem Treiber, was ein Student hinzugefügt hat. Und ich habe einen Pull-Request gekriegt und ich habe ihm gesagt, nee, du kannst das so nicht machen. Wir wollen lesbaren Code haben. Und dann haben wir uns diskutiert und am Schluss haben wir es doch hinzugefügt, weil es keinen besseren Weg gibt. Wer erkennt das und wer weiß, was es tut? Ich sehe eine Hand. Zwei Hände, okay. Mehrere Hände. Not bad. Nicht schlecht. Does it help if I show you the actual name? Wenn ich euch den Namen zeige, wisst ihr dann, anyone was es ist? Who recognizes this, Marco? Wer erkennt es jetzt? Some more hands, yeah. Okay. Ja, ein paar mehr. But, still, this is kind of a little bit fake. Inheritance or a little bit das ist in Treibern, um zu abstrahieren, und es wird häufig genutzt, um verschiedene Treiber zu abstrahieren. Ich habe es aus dem Linux-Kernel geholt und ich habe 15.000 Benutzungen von diesem Makro gesehen, und es ist nicht wirklich ungewöhnlich, dass man das so macht. Da gibt es einen Kommentar zu einem Blogpost, der erklärt, was es tut. Aber es zeigt auch, dass viele Leute C lesen können, und dann sehen sie sowas und
plötzlich. Es kann nicht nur hässlich sein, wie es aussieht. Es kann auch hässlich sein, wenn man die Security-Issues anschaut. Hier ist ein Screenshot von den Fehlerberichten. Das sind alle Linux-Kernel-Bugs über den letzten 20 Jahre. You could say, well, why is the language to blame? You can write bad. Warum ist diese Frage? Warum ist die Sprache schuld? Man kann das auch in jeder Sprache schlecht machen. Jetzt müssen wir durch alle Bugs durchgehen und schauen, ob wir die durch eine bessere oder speichersichere Sprache verbessern könnten. Aber jemand hat es tatsächlich gemacht. Cutler hat so ein Paper geschrieben und er hat ein Betriebssystem in Go entwickelt. Und er hat Code Execution Bugs in Linux angeschaut und hat geschaut, ob das vermieden hätte werden können durch eine andere Programmiersprache. Und hier sieht man die Prozentzahlen 17, 22, 12 und 49 für die verschiedenen Fehler, ob die verhindert werden können oder nicht. Outbound accesses and so on, and these can be prevented by using a better programming language. Now, these are 40 preventable bugs. Das sind 40 vermeidbare Fehler. Figure out how many of these bugs were drivers versus bugs. Wir haben so angeschaut, wie viele davon in Treibern waren und wie viele im Kernel waren. 39 waren in Treibern und der andere war in Bluetooth-Stack. Und von den Treibern hatte der Qualcomm-Driver 13 Fehler. Wer hätte das gedacht? Now, based on these results, should you be writing new code in C in 2019? Sollte ich in 2019 neuen Code in C schreiben? Wahrscheinlich nicht, wenn du eine Wahl hast. Aber manchmal hast du keine Wahl. Man kann ja versuchen, ein Kernel-Modul in Rust schreiben. Man kann auch versuchen, ein Kernel-Modul in JavaScript zu schreiben. Und wenn es funktioniert, ist es trotzdem eine schlechte Idee. Und das ist, warum wir auf User-Space-Treiber schrauben, weil die in jeder Sprache geschrieben werden können. Und jetzt ist die Frage, sind alle Sprachen gleich gute Möglichkeiten? Welche Sprache sollte ich wählen? Und wenn jetzt ist ein JIT-Compiler oder ein Garbage-Collector ein Problem in einem Treiber? Und dann habe ich gesagt, wir sollten Treiber in allen Sprachen schreiben. Und ich spreche aber nicht alle Sprachen. Und deswegen habe ich ein paar Studenten gebeten. Hier ist ein Screenshot auch von meiner Webseite, wo ich die Dissertationen aufliste und da lasse ich die Studenten in allen möglichen Sprachen diese Treiber schreiben. Und meine Kollegen haben auf mich geschaut, meinst du das wirklich? Das ist immer wieder das Gleiche. Und manche wissen immer noch nicht, ob ich es ernst meine, aber ich meine es ernst. Und ich habe mit 30 Studenten gesprochen, die alle was damit machen wollten. Und die beiden hier waren die Ersten. Und ich habe versucht, sie wegzuschicken. Es wird schwierig werden und du kannst irgendwas Einfacheres machen. Du musst viele Low-Level-Details wissen. Und 20 habe ich geschafft, wegzuschicken und wir haben 10 Stück machen lassen. Und wir haben schöne Ergebnisse. Ein paar laufen noch. Und dann haben wir jetzt 10 verschiedene Sprachen bald. Depending on how you count, finished is 6 or 7. Wir haben jetzt ungefähr 6 oder 7 abgeschlossen, je nachdem, wie man zählt. Und hier einen Vortrag zu halten, ist natürlich auch schön, weil ich hier neue Studenten kriege, weil viele Studenten hier meinen Vortrag gesehen haben und mich hinterher kontaktiert haben.
Und wie bringe ich die jetzt dazu, einen Treiber zu schreiben? Ich habe denen die Grundlagen erzählt, wie man mit einem modernen Gerät spricht. Und es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, mit dem Ding zu reden. Wir ignorieren ein paar alte Sachen, die man nutzen kann. Man kann also mit dem Gerät über Memory Mapped I.O. sprechen. Das ist eine besondere Speichergegend, die in meinem Prozess wohnt und die direkt an das Gerät geht. Und wenn ich lese oder schreibe auf diesen Bereich, dann kriegt das Gerät meine Anfragen und kann darauf antworten. Und in Unix kann ich also ein besonderes File über das I.O.-Subsystem ansprechen. So. Das zweite ist Direct Memory Access, wie das Gerät mit mir redet. Da kann das Gerät beliebige Speicherbereiche lesen und schreiben und für Benutzer User Space Treiber muss ich nur schauen, wie ich denn das Gerät anweise, das an der richtigen Stelle zu schreiben. Und das dritte ist mit Interrupts, die nutzen wir hier nicht, die brauchen wir nicht für Highspeed-Netzwerktreiber. Aber das ist hier drauf, weil die Leute sagen, man kann Interrupts nicht von User Space nutzen, aber man kann es doch mit dem VFIO-Framework. Ich habe meinen Studenten Folgendes erzählt, wie sie Treiber schreiben sollen. Sie sollten den Kernel-Treiber entfernen, sie sollten einen magischen MMAP-Aufruf machen und dann die physikalischen Adressen für das DMA herausfinden und dann den Treiber schreiben. Wir haben viel Hardware auf der Universität und wir geben den Zugang zu Servern. Hier haben wir eine Netzwerkkarte, eine 10 Gigabit Netzwerkkarte von Intel. Die sind häufig on board oder die sind manchmal sogar in den CPUs drin. Und da gibt es schöne Datenblätter, die sind öffentlich verfügbar. Wir haben es einfacher gefunden. Einfacher gefunden, gegen die Datenblätter zu programmieren, als gegen die Virt.io-Spezifikation. Diese Netzwerkkarte ist auch schon wieder 10 Jahre alt, aber es ist schön low-level. Neue Netzwerkkarten, da tauscht man Messages mit einer Firmware aus und das ist langweilig. Aber hier hat man einen schönen Low-Level-Zugang zu der Karte. Wenn man mit der Firmware redet, dann fühlt man sich nicht, als ob man einen Treiber selber schreibt. Ja, das waren dann quasi so die Basics, die ich meinen Studenten gesagt habe. Und ja, jetzt gebe ich an Sebastian ab, der euch ein bisschen C-Code zeigen wird, wie man den Treiber in C schreiben würde. Und dann geht es weiter mit den Hochsprachen. Danke, Paul. Also, wir haben euch gerade gezeigt, was wir so im Allgemeinen machen müssen, um den Treiber zu schreiben. Wir machen da jetzt gehen da nochmal ein bisschen ins Detail. Wir müssen natürlich erstmal rausfinden, wo die PCI-Adressen von den Geräten sind. Das machen wir mit LSPCI. Und dann bekommt man eine Liste von den PCI-Geräten und dann sucht man im Prinzip einfach nur nach Intel Corporation 82599. Irgendwas, das so aussieht wie das hier. Und ja, dann steht da die Adresse am Anfang der Zeile. Sieht ziemlich ähnlich aus wie eine MAC-Adresse, aber das ist tatsächlich die Adresse, die wir brauchen. Und ja, super, jetzt haben wir die Adresse. Wir können dann mit diesem Kommando den Treiber aus dem Kernel entfernen und im nächsten Schritt dann die PCI-Express-Register in unseren Adressraum einblenden. Dafür benutzen wir MMAP. Das heißt, wir öffnen wieder diese magische Datei, man sieht die Adresse im Pfad und machen dann MMAP auf den offenen File-Deskriptor. So im Prinzip braucht man diese Möglichkeit in jeder möglichen Hochsprache, in der man das dann verwenden will, braucht man irgendwie MMAP,
um das machen zu können. Ja, dann ist die nächste Sache, sich um die Geräteregister zu kümmern. Das hier ist ein Extrakt aus einem der Datenblätter. Und man hat dann hier immer die Registernamen, Register-Offsets. Und das heißt, man kann einfach durch das ganze Dokument gehen und die Register suchen, die man braucht. Und dann ja, lesen und schreiben, was man eben braucht im Treiber. Ein kleines Beispiel, die LEDs blinken lassen. LEDs sind ja an den ganzen Netzwerkkarten immer dran und wir können die blinken lassen. Das geht im Prinzip so, wir besorgen uns die Basisadresse von unseren Registern und dann jeweils das Offset, das wir im Datenblatt gefunden haben und dann ändern wir einfach das Bit und das macht das macht die LED an oder aus. Ja, hier vielleicht so als Randbemerkung, das ist einer der wenigen berechtigten Nutzen von Volatile in C, denn wir müssen hier halt Compiler-Optimierungen verhindern, damit wir hier garantiert auch den Speicherzugriff haben, um tatsächlich dann auch die LEDs blinken zu lassen. So, wie kümmern wir uns um Paketbehandlungen mit DMA? Pakete werden über sogenannte Queues, also Schlangen übertragen, ich werde es im Folgenden Queues nennen, und die werden dann in so einer ringartigen Struktur organisiert und diese Ringe werden über MemoryMapped.io konfiguriert und dann über ja, DMA zugegriffen. DMA heißt Direct Memory Access, direkter Speicher auf den direkter Zugriff auf den Speicher. Diese Ringe enthalten dann Pointer zu den Paketen, die man dann auch wieder über DMA zugreifen kann. Die Details variieren hier etwas zwischen den verschiedenen Geräten, aber grundsätzlich ist das sehr ähnlich für jedes PC-Express-Device, also Gerät. Also das ist gar nicht spezifisch für die jeweiligen Netzwerkkarten, ist meistens so. Was ist schwieriger in Hochsprachen? Also wir haben gesehen, wir brauchen diesen MMAP-Aufruf mit den richtigen Flags. Eine andere Sache ist, dass wir in der Sprache irgendwie extern allozierten Speicher behandeln müssen. Also zum Beispiel den eingeblendeten MF-Speicher. Wir müssen das Memory-Layout, also Speicher-Layout genau kontrollieren und wir müssen Speicherzugriffssemantiken kontrollieren können, also zum Beispiel Volatile, was wir eben in C gesehen haben, oder Speicherbarrieren. Meistens unvermeidbar, dass man irgendwo unsicheren, also unsafe Code schreibt, weil ein paar Operationen einfach inhärent unsafe sind. Und das Ziel ist es im Prinzip, diesen unsafe Code an so wenigen Stellen wie möglich, so klein wie möglich zu halten. Um eben weiter die Vorteile der Hochsprache und die Garantien der Hochsprache nutzen zu können. Jetzt gebe ich nochmal zurück zu Paul zurück und der sagt jetzt nochmal was zu den Zielen unserer Implementierung. Also, ja genau, das war im Prinzip das, was ich meinen Studis gesagt habe zur Implementierung, was ich haben möchte. Ich wollte dasselbe Feature-Set haben wie der C-Treiber, der als Referenzimplementierung galt und der sollte auch so ungefähr die selbe Struktur haben wie der C-Treiber, aber gleichzeitig sollte das trotzdem idiomatischer Code sein. Also sollte so aus der Natur tatsächlich für die Sprache geschrieben, in der er geschrieben wurde. Und dann ist immer die Frage, wie viele Sprachfeatures können wir jetzt nutzen, wie viele Sicherheitsfeatures der Sprache können wir jetzt nutzen, ohne die Performance zu verlieren, die wir haben wollen. Und ja, die Idee ist schon, dass wir nachher dann Treiberimplementierungen nachher in den verschiedenen Hochsprachen haben, die wir quantitativ vergleichen können und dann gibt es nochmal separate Kriterien, so Speicher, Zugriffssicherheit und so weiter, was ist alles garantiert für die jeweilige Implementierung. Und jetzt schauen wir uns ein paar von diesen Sprachen an. Spezifisch rede ich immer nur 1 bis 2 Minuten über die Implementierung in den Sprachen von den Studis, die nicht hier sind, und dann schauen wir uns etwas detaillierter Go und Rust an. Also, ja, wie gesagt, jetzt ein schneller Überblick. C-Sharp. Wir haben ein Studi gefunden dafür, also haben wir es auch gemacht. Wir haben jetzt keinen Treiber für Windows entwickelt, sondern es gibt ja Microsoft Core CLA für Linux, also das funktioniert auch super. Für die, die C-Sharp nicht kennen, C-Sharp ist eine Just-in-Time-kompilierte Sprache. Es gibt Garbage Collection und sie ist speichersicher, also hat Speichersicherheitsgarantien, aber sie hat eine etwas obskure Unterstützung für Unsafe-Code und das heißt, man kann da Code schreiben, der so ähnlich aussieht wie C,
und man muss dem C-Sharp-Compiler dann einfach nur sagen, hey, ich werde Unsafe-Code benutzen. Wie kann man externen Speicher zugreifen? Es gibt da eben ein paar schöne Wrapper, also zum Beispiel den Unmanaged Memory Stream, aber die Typen sind leider viel zu langsam für uns und deswegen haben wir eben diesen Unsafe-Teil benutzt. Man sieht dann hier dieses Unsafe-Keyword und das sieht im Prinzip jetzt alles ziemlich so aus wie C und fühlt sich auch so an wie C. Und ja, ist halt eben eine schöne Sprache, um die Treiber zu schreiben. Und der Vorteil ist aber, dass der Unsafe-Code an einigen wohl bekannten und durch das Schlüsselwort markierten Stellen ist. Das heißt, es ist sehr viel einfacher, einfach zu auditieren, als einen ganzen Haufen C-Code, wo ja der Unsafe-Code potenziell überall ist. Dann eine andere untypische Sprache ist Swift. Swift wollte auch ein Studi machen. Okay, habe ich gar nicht dran gedacht. Okay. Können wir ja machen. Und ja, also wir haben auch keinen macOS oder iOS-Treiber geschrieben, aber es gibt Swift halt auch für Linux. Swift ist kompiliert mit LLVM und Speicherverwaltung ist über Referenzzählen implementiert. Und die ist sprach prinzipiell auch Memory Safe. Jetzt müssen wir wieder mit Pointern irgendwie rumgehen. Das heißt, es gibt dann etwas, das heißt Unsafe Buffer Pointer und so, dass man das dafür verwenden kann. Und ja, dann nutzen wir eben genau das, um zum Beispiel DMA zu machen. Und hier sehen wir dann hier, wie Speicher in einem Unsafe Buffer Pointer Wrapper eingepackt wird. Und das heißt, ja, da schreibt man dann eben auch rein, wie groß dieser Buffer ist und dann macht er eben genau die nötigen Bounce-Checks, also checkt, dass man nicht auf Speicher zugreift, der größer ist als die Länge des Buffers. Ja, wenn man jetzt wenn man das jetzt ein bisschen mit C-Sharp und so vergleicht oder C, dann ist das alles ein bisschen elaborierter, der Code dafür. Aber ja, es geht. Totally possible to do that in Swift, even if you are writing a driver instead of a UI-Application. Also man kann mit Swift auch Treiber schreiben, nicht nur GUI-Anwendungen. Dann gibt es noch für die funktionale Programmierung, da haben wir eine voll funktionierende Implementierung in OCaml. OCaml ist auch eine kompilierte Sprache, gibt auch Speicherverwaltung mit Garbage Collection da drin, Speicher, Save und ja, ein sehr cooles Feature ist die C-Struct Library, die erlaubt, dass man das Speicherlayout so spezifiziert, wie man das hier sieht. Das sieht halt genauso aus wie ein C-Struct. Also ein C-Struktur-Deklaration und ja, das generiert dann halt eben eine Datenstruktur automatisch mit den richtigen Offsets. Das ist sehr, sehr viel angenehmer als zum Beispiel in Swift, wo man die ganzen Offsets hardcoden muss, wie der C-Compiler das halt dann machen würde. Ja, und dann der Code in OCaml sieht dann halt ein bisschen anders aus, als man das sich vielleicht vorstellt bei Treiber-Code. Das hier ist eine Funktion, die zählt, wie viele Pakete empfangen wurden, indem man Flags vom Receive-Ring checkt. Das ist in der getRxwb-Status-Routine, die eben genau dann so diesen Statuswert holt, einen Flag da drin checkt und dann was aufruft, also den Wert inkrementiert und das zurückgibt. Noch mehr funktionale Programmierungen. Haben wir auch noch eine funktionale Programmierung in Haskell. Es ist eine kompilierte Sprache, auch wieder Garbage Collection und Speicher sicher und funktional. Und ja, schöne Eigenschaft von Haskell ist, dass ihr vielleicht nicht kennt, dass man System.POSIX.MemoryPackage, mit dem kann man, ja, kann man im Vergleich zu OCaml tatsächlich sehr viel mehr in Haskell machen als in OCaml. In OCaml mussten wir ein bisschen C-Glucode schreiben dafür. Und ja, das andere Ding, was wir in Haskell sehr gerne benutzt haben, waren die Sumtypes, denn was es in Haskell gibt, sind, ja, also ihr kennt vielleicht Unions in C, wo man dann einen Speicherbereich mehrfach benutzt, zum Beispiel für Lesen oder Schreiben, weil man weiß, es wird immer nur in einem Kontext verwendet. Und im Vergleich dazu, bei den Sumtypes funktioniert das anders. Ja, bei Sumtypes hat man im Prinzip was wie C-Unions, nur dass es tatsächlich typsicher ist. So, das waren die Sprachen von Studenten, die nicht hier sind. Und ihr könnt alle Implementierungen auf GitHub anschauen. Und jetzt gebe ich weiter an Sebastian,
der Go, die Go-Implementierung vorstellt. Ihr habt ein paar Fragen gesehen und jetzt kommt Go. Was ist denn Go? Go ist eine kompilierte Programmiersprache von Google. Die ist eine für alle Anwendungsbereiche und häufig für verteilte Systeme. Ein Treiber ist kein verteiltes System. Warum sollten wir Go benutzen? Go bietet verschiedene interessante Sachen an. Ein Garbage Collector, Typen- und Speichersicherheit und hat eine sehr große Standardbibliothek. Also wir brauchen keinen anderen Code außer der Standardbibliothek. Und wie macht man das in Go? In vielen Fällen ist es so wie C. Die großen Unterschiede sind, es gibt keine Pointer-Arithmetik, aber wir haben Arithmetik. Und das brauchen wir für DMA-Speicher. Und wir haben keinen volatilen Befehl für Speicherbarrieren. Was sollen wir sonst machen? Wir verwalten den DMA-Speicher über Slices, über Scheiben. Und wir haben Unsafe Pointers, das sind beliebige Pointer. Und die gehen um die Runtime außenrum, das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein. Und das benutzen wir für physikalische Adressberechnung und Registerzugriffe. Und es gibt eine Menge Regeln für Unsafe Pointers. Das heißt, die sind immer noch gültig. So, wir verwalten den DMA-Speicher in Pools. Hier sieht man, wie man den Mempool initialisiert. Und Mempool.buff ist eine gesamte gemappte Bereich. Und hier sage ich, ich möchte den Packet Buffer, das heißt, es ist relativ einfach. Und unten kommt der Unsafe Pointer, wo ich die physikalische Adresse berechne. Wir müssen unsere virtuellen Adressen in physikalische Adressen umwandeln, die die Netzwerkkarte für das tatsächliche Senden und Empfangen von Paketen verwenden kann. Die Runtime überprüft viele Sachen. Und hier muss man Typen explizit umwandeln. Und hier sieht man, wie ich den Pointer in einen Unsafe Pointer umwandle. Und dann kann ich ihn in einen Integer Type umwandeln. Und der Uint Pointer ist, was wir nutzen. Etwas, was ich noch brauchte, ist ein Volatile, weil ich mit der Netzwerkkarte Register teilen. Und ich brauche eine Compiler-Speicherbarriere, wann es wem gehört. Die Sync- und Atomic-Funktionen geben einige dieser Garantien. Und es kostet uns hier an dieser Stelle keine Performance und deswegen nutzen wir es einfach. Wir nutzen Atomic Store und Atomic Load für Integers und damit haben wir unsere Speicherbarrieren. Zusammenfassend habe ich gedacht, Go ist eigentlich sehr schön. Die Sicherheit ist besser geworden. Und Cutler und so haben ja auch einen Kernel da drin geschrieben. Es ist sicher, es gibt ja einige Sicherheitsgarantien. Das ist meine persönliche Meinung, aber es sieht aus wie C-Code und ist trotzdem hübsch. Im schlimmsten Fall ist es 10% langsamer als C. In den optimaleren Fällen ist es noch schlechter. Und der Zugriff auf die Deskriptoren kann hässlich sein. Und jetzt kommen wir zu Simon, der das in Rust gemacht hat.
Ja, was ist Rust? Auf der Website steht, es ist eine sichere Sprache, die praktisch zu benutzen ist und Fokus auf Concurrency hat und auf Systementwicklung. Rust unterscheidet sich ein bisschen von Go. Rust hat keinen Garbage Collector, hat ein ziemlich einzigartiges Ownership-System, also ja, man verfolgt, welcher Teil vom Code gerade Besitz einer Variable hat, dementsprechende Move- und Borrowing-Regeln und es hat einen Unsafe-Modus wie in anderen Sprachen, zum Beispiel in C#. Was ist das Ownership-System? Das ist im Prinzip das Kernfeature von Rust. Es hat besteht eigentlich aus drei einfachen Regeln, nämlich Regel 1, jeder Wert hat eine Variable, die gerade ihr Besitzer oder ihr Owner ist und es darf immer nur einen Besitzer zu jedem möglichen Zeitpunkt geben und wenn der Besitzer out of scope geht, das heißt, wenn die Variable lokal irgendwie weggeht oder so, dann wird der Wert freigegeben. Und diese Regeln werden zur Compile-Zeit durchgesetzt. Das heißt, wir haben keine Performance-Strafen oder Performance-Probleme zur Laufzeit, kein Performance-Overhead zur Laufzeit. Und ja, das Ownership-System ist dann eben für die Speicherzugriffssicherheit da. Es gibt Package-Structs für unsere Netzwerkpakete, die dann für die DMA benutzt werden und die werden eben zwischen dem User Space und den Treiber hin und her gereicht und die Implementierung ist so, dass die Ownership eben dann eben auch durch die Gegend gegeben wird, also zwischen User und Treiber und das heißt, es kann nicht passieren, dass dieser, also durch die Sprachgarantien kann es passieren, dass das Paket gleichzeitig von User oder vom Treiber benutzt wird. Hier sieht man dann, wie man den Treiber benutzen kann. Hier ist zum Beispiel das Treiber-Interface, also man sieht, wie man man sieht, dass hier einfach keine Möglichkeit da ist, Fehler zu machen, systematisch. Und wenn Pakete dann out of scope gehen, werden sie zurück an den Speicherpool von unserem Treiber gegeben und das ist absolut safe an der Stelle. Unglücklicherweise gibt es aber auch Unsafe-Code im Treiber, denn wie gesagt, man kann nicht alles in sicherem Rust-Code machen, also zum Beispiel Funktionen, die außerhalb von Rust sind, also irgendwelche C-Funktionen aufrufen und rohe Pointer zu dereferenzieren, ist per Definition unsafe und dann kann man das eben so markieren mit diesem unsafe-Statement. Wie sieht das dann in unserem Treiber aus? Wir haben die setRegister-Methode, die genutzt wird, um Register von dem Gerät zu setzen. Und weil wir benutzen da Pointer Write Volatile, um eben dann an diese Adresse zu schreiben. Und bevor wir das machen, haben wir Assertions in unserem Code, die checken, dass die Adresse, auf die wir schreiben, ist tatsächlich in dem Speicherbereich ist, der gemappt wurde. Ja, also haben wir jetzt hier tollen Code, läuft er auch schnell. Um das rauszufinden, haben wir ein Testbed aufgebaut, in dem wir dann unsere Treiber benchmarken konnten. Wir haben zwei Server, einen Paketgenerator und das Gerät, das wir gerade testen. Sie sind bidirektional verbunden mit 10 Gigabit Verbindungen und wir benutzen Moongen, das ist ein Paketgenerator, der von Paul geschrieben wurde. Natürlich, weil das ist natürlich der beste Paketgenerator. Das Gerät unter Test, also das Gerät, das wir gerade testen, da haben wir eben der Anwendungsfall, den wir dann auf unseren Treiber drauf implementiert haben, war ein bidirektionaler Paketweiterleiter, das heißt einfach nur Pakete, die auf der einen Seite reinkommen, auf der anderen Seite rausgehen. Das hier ist der Durchsatz von unserem Forwarder. Auf der X-Achse sehen wir die CPU-Geschwindigkeit, auf der Y-Achse die Anzahl von Paketen pro Sekunde. Wir schauen uns Pakete pro Sekunde an, weil der Hauptoverhead pro Paket ist und nicht pro Byte, das wir transportieren. Und was wir tatsächlich schaffen, sind, also die Obergrenze jetzt in dem Graphen sind 30 Millionen Pakete pro Sekunde und das ist quasi das, was überhaupt möglich ist bei minimaler Paketgröße. Man sieht die Plots für die verschiedenen Sprachen, es ist linear skaliert mit verschiedenen CPU-Geschwindigkeiten. Also
ja, the thing is, usually you don't manually change your CPU speed. Rust. So we ask ourselves, is ja, man managt ja normalerweise die CPU-Geschwindigkeit nicht manuell, yes, sondern passiert automatisch. Und dann gibt es irgendwas anderes, was wir machen können noch. Man kann zum Beispiel die Batch-Größe ändern, also wie viele Pakete man auf einmal sendet über den, also wie viele Pakete man auf einmal an das PCI-Express-Gerät sendet. Und da gibt es dann eben halt Overhead, den man damit reduzieren kann. Im Kernel wird normalerweise eine Batch-Größe von 1 verwendet und höhere Batch-Größen sind dann normalerweise einer der Gründe, warum User-Space-Treiber schneller sind, weil die höhere Batch-Größen verwenden. 64 Pakete pro Batch ist normalerweise eine sehr gute Batch-Größe, denn ab größerer Batch-Größen hat man normalerweise dann mehr Cache-Miss, dann geht die Performance wieder runter. Ja, Swift performt ziemlich schlecht und Paul erklärt euch gleich auch, warum das funktioniert, warum das so schlecht performt. Was macht man? Man lässt einen Profiler drüber laufen, man kriegt viele Daten und man visualisiert die. Und häufig macht man das mit einem Flame Graph. Die X-Achse ist die Zeit, die in der Funktion verbracht wird und die Y-Achse ist die Tiefe des Call-Stacks. Das sind hier nur die Funktionsnamen. Wenn man sich die obersten anschaut, dann schaut man die Blätter an und dann kann man die charakterisieren. Man kann schauen, was macht es da drin. Und wir haben herausgefunden, es hängt an der Speicherverwaltung. Ruft jedes Mal den Referenzzähler auf. Und wenn man eine UI schreibt, ist das kein Problem. Aber wenn man einen Treiber schreibt, was die ganze Zeit durch Millionen von Paketen an Funktionen geht, dann verbringt es 76% seiner Zeit in diesem Release Retain. Und es wäre besser, wenn es irgendwie den Speicher anders verwandeln würde. In Go verbringen wir weniger als 0.5% der Zeit im Garbage Collector. Der große Vorteil von Swifts Referenzzählen ist, dass es keine unvorhergesehenen Pausenzeiten gibt. Das heißt also, der stoppt nie. Und jetzt ist die Frage, ist es eine gute Idee, braucht man einen Garbage Collector? Und wir haben eine weiterreiche Anwendung und da haben wir die Latenz der Pakete gemessen. Und die Latenz wird gemessen bei 16 Millionen Paketen pro Sekunde. Und hier ist Verteilungsfunktion aus Rust. Und das ist fast eine normale Verteilung. Die hängt ungefähr auf 8 Mikrosekunden und ein Hardware-Switch braucht normalerweise eine Mikrosekunde. Aber 8 Mikrosekunden für ein Software-Forwarding ist echt schön und schnell. Jetzt schauen wir uns die anderen an. Go ist ein bisschen ähnlich. C-Sharp ist ein bisschen langsamer oben. Aber dieser Graph, der sieht ein bisschen komisch aus. Deswegen lass mich das erklären. Wenn ihr nicht mit den CDFs verteilt seid, wir schauen auf 0,5, 50%, dann gehen wir zur Sprache rüber und dann gehen wir nach unten zur X-Achse. Und das heißt also, 50% der Pakete brauchen weniger als 8,9 Mikrosekunden. Und die anderen 50% brauchen länger. Wenn man jetzt die Latenz anschaut, wo komische Spitzen drin sind, hier das 99% für C-Sharp. Also 1% bei C-Sharp brauchen länger als 30 Mikrosekunden und 1% ist eine ganze Menge. Das ist 1 in 100. Und wenn man 100 Millionen pro Sekunde macht, dann passiert da echt was. Wir wollen aber jetzt das 99.999% anschauen. Wenn man also jetzt reinzoomt, dann ändert man häufig die Achse zu logarithmisch. Wir wollen nur einen Teil des Graphen sehen. So, jetzt sehen wir hier die komplementäre Verteilungsfunktion.
logarithmisch und die steht jetzt auf dem Kopf. Aber das ist, was man in der akademischen Publikation über Latenz sieht. Der ist zwar ein bisschen verwirrend, aber man sieht die Prozente. Okay, ganz unten, das ist ein Paket in der Million. Wir können die Achsenbeschreibung stellen und wir können es drehen. Vorher war es die Y-Achse und jetzt ist die Y-Achse ist jetzt die Latenz und die X-Achse ist das Prozent. Und jetzt können wir 99.99 anschauen. Und jetzt können wir schauen, welche Latenz haben die an dieser Stelle. Da kann man sehen, ob das Latenzspitzen hat. Wir können sehen, dass Leute die Latenzen messen und dann die durchschnittliche Latenz zeigen. Die meisten wissen es wahrscheinlich nicht besser. Aber wenn du es messen willst, dann bitte publiziere sowas hier. Es gibt ein HDR-Histogramm, das kann diese Graphen generieren von einem Latenzmessung. Und dann kann man eine schöne Beschreibung machen. Wir haben einen Treiber, der ist schön und schnell und hat relativ niedrige Latenz. Aber wir haben die Sicherheit und noch nicht angeschaut, die über die Sprache hinausgeht. Unser Treiber läuft als Root. Und die meisten User Space Treiber laufen als Root. Warum ist das so? Die Initialisierung, die braucht einfach Root-Rechte, wie zum Beispiel PCIe-Ressourcen zuzugreifen. Das braucht das. Der DMA-Buffer braucht für die Belegung das. Speicherlocken braucht Root. Das sind alles Dinge, die initialisiert werden müssen. Die offensichtliche Idee ist, wenn man ein kleines Programm machen könnte, was diese Sachen für uns macht und dann die Privilegien wegschmeißt, können wir das machen. Das kann man einfach machen. Aber das ist noch nicht sicher. Auch wenn du jetzt ein unprivilegierter Benutzer bist. Und um das zu erklären, müssen wir High-Level da drauf schauen, wie High-Level-Speicherzugriff funktioniert auf einem modernen System. Das ist, wie ein modernes System aussieht. Oben drauf haben wir die CPU, da läuft die Anwendung. Links unten haben wir das PCI-Express-Device und das hat ein bisschen Speicher. Und wenn wir von der Anwendung Speicherzugriff machen wollen, dann geht es einmal durch die Memory-Management-Unit. Die übersetzt die virtuellen Adressen in meinem Programm zu den physikalischen Adressen, die vom Memory-Controller benutzt werden können. Die Isolierung zwischen Prozessen wird durch die MMU garantiert und kontrolliert und nur die MMU kann das ändern. Wenn wir das Gerät zugreifen wollen, dann gehen wir auch durch die MMU. Dann weiß die MMU, dass das nicht zum Speicher geht, sondern es redet mit dem Gerät. Das ist auch wunderbar. Das ist alles, was wir brauchen. Wo ist das Problem? Das Problem ist, wenn wir dem Gerät sagen, dass es etwas mit Speicher machen soll, dann nehmen wir physikalische Adresse. Und das Gerät geht nicht durch die MMU. Es kennt nicht das Konzept, dass es so gebraucht wird. Es hat vollen Zugang zum ganzen Speicher. Und wenn du das Programm irgendwie manipulierst, dann ist es eine triviale Übung von wichtigen Bereichen, auf die man nicht zugreifen sollte, dahin, wo man sie haben möchte. Also jede Anwendung, die auf ein PCI-Express-Gerät zugreift, hat Root-Rechte. Egal, ob das Betriebssystem das so sieht oder nicht. Und deswegen gibt es in der Mitte die IO-MMU, das ist auf jeder modernen CPU und das hat Hardware-Virtualisierung.
to do pass-through of PCI Express devices to virtual machines in a weil es häufig dafür verwendet wird, um PCI Express devices an virtuelle Maschinen weiterzureichen. Und wir müssen dem Kernel erzählen, dass die Einschränkungen richtig eingestellt sein müssen. Wir müssen es halt so einstellen, dass die IOMMU, dass es die richtigen Rechte da drauf hat. Und dann ist es sicher, das heißt also, selbst wenn mein Programm irgendwie übernommen wird, dann kann er nichts außerhalb dessen machen, was es sowieso machen soll. Und ich habe also irgendwann mal den Server gekillt, als ich bestimmte Bereiche überschrieben habe. Und wenn ich von Anfang an die IOMMU genutzt hätte, dann hätte ich halt nicht diese Bereiche überschrieben und die hätten nicht den Server neu installieren müssen. In Linux gibt es das Virtual File IO Subsystem und das muss man einmal als Root vorbereiten. Dann kann man das Gerät an diesen Treiber dranhängen. Man kann den Benutzer ändern, kann einen unprivilegierten Benutzer draus machen. Dann kann man diesem Benutzer das Recht geben, Memory zu belegen und zu locken für MDMA. Und dann kann der Rest als dieser unprivilegierte User gemacht werden. Der kann MMAP darauf aufrufen, kann MMAP auf diesem neuen Gerät aufrufen und kann dem Kernel über IO-Controls sagen, was es tun soll. Und danach kann man das Gerät so benutzen, wie man es zuvor benutzt hat. Und wie es innerhalb der Parameter, wie es aufgesetzt worden ist. Die IOMMU überprüft die Zugriffe und von dem Benutzer kann man diese MMUs nicht umkonfigurieren und nur die Bereiche zugreifen, die man auch zugreifen darf. Wir haben das in unserem C-Driver umgesetzt. Der Student, der das umgesetzt hat, der ist hier, aber der wollte hier nicht auf die Bühne kommen, aber ihr könnt ihn hier kontaktieren. Und jetzt haben wir einen tollen Driver, der ist sicher und alles. Und jetzt kommen viele Leute, die sagen, ja, ich habe schon einen Driver im Kernel, ich brauche keinen User Space Driver. Ich hatte viel Spaß, warum sollte man das nicht machen? Dann brauchst du vielleicht nur einen Quick and Dirty Driver für ein komisches Gerät. Du möchtest schnelle Entwicklerzyklen, wo du nicht die ganze Zeit neu booten möchtest, wo man und vielleicht entwickle ich ein spezialisiertes Gerät oder ein FPGA. Und dann muss ich einen Kernel machen. Oder ich brauche ein Feature und das ist noch nicht im Device Driver, aber das ist schon auf der Hardware. Zum Beispiel konnte man IPsec-Offloading machen, das war nicht im Open-Source-Treiber. Und jetzt gibt es Hardware-Timestamping. Die Latenzmessungen, da wollten wir Timestamps auf Nanosekunden Genauigkeit machen. Und dafür musste man, wir haben NetFPGAs in der Vergangenheit benutzen, aber das ist sehr teuer und aus Benutzersicht möchte man ja eigentlich nur ein paar Timestamps haben. Wir wollten das mit billigen Commodity-Netzwerkkarten machen und einige von den neueren haben ein Hardware-Feature, wo man einen Timestamp zu dem Buffer hinzufügen kann. Aber keiner der aktuellen Treiber unterstützt das. Aber nachdem ich euch gezeigt habe, wie man in die Register schreibt, kann man die ersten Schritte überspringen, braucht man den Timer nicht rausladen. Wahrscheinlich geht der TCP-Stack dabei kaputt, wenn ich da einfach den Wert reinschreibe.
und die Karte da immer einen Timestamp hinten dran schreibt und sich dann nicht weiter darum kümmert. Wir haben die eingebaute NIC auf einem Xeon D verwendet und haben an dem Fiber Optic Splitter alle Timestamps bevor und danach mit einer Timestamp angeschaut. Und das war ein einfacher Use Case, warum man so einen Treiber wollen könnte. Zusammenfassend denke ich, Treiber sollten in höheren Sprachen geschrieben werden. Man sollte keine neuen User Space Treiber in C schreiben. Es gibt einen Netzwerk User Space Treiber, der ist in C, weil er hauptsächlich aus dem Kernel Treiber kopiert ist. Das FTDK, das ist auch in C geschrieben. Und Snap hat Treiber in Lua. Und unsere Implementierungen, die haben verschiedene, wenn man die miteinander vergleichen möchte. Man kann hier diesen QR-Code scannen oder man kann uns auf GitHub für XC lange suchen. Die Slides, alles hat einen Link zu diesem Talk. Check it out, write your own driver, no kernel code needed. Und ich empfehle euch, dass also euer eigener Treiber keinen Kernel Code braucht. Vielen Dank für eure Zeit. Thank you very much, Paul, Simon and Sebastian. We do have time for questions. Please line up at the microphones. Stellt euch zu den Mikros. And to get it started, please, a question from our signal angel from the Internet. So the IRC, first of all, was wondering why was the Bash proposal das IRC wollte wissen, warum ist das mit Bash nur als eine Bachelorarbeit angeboten worden? Ja, also die, bei der Bash-Frage. Ich habe zufällige Sprachen hinzugefügt. Also, ich habe da eben halt einfach alle Sprachen hinzugefügt, die ich mir gedacht habe. In Bash, da hätte man ein bisschen zu viel C-Code schreiben müssen. Ich habe ein kleines C-Programm geschrieben, das das MMAP-Ding aufrufen würde und dann einfach warten würde. Und die Idee war, dass man den Adressraum von dem Programm, das gerade das MMAP aufgerufen hat, über das PROGFS aufruft und dann kann man mit DD da rauslesen und rausschreiben, aber an irgendeinem Punkt geht das dann kaputt, weil es kann passieren, dass wenn man irgendwann was ins PROGFS reinschreibt, dann geht das nicht unbedingt direkt ans PCI Express und als Bachelor Thesis habe ich das nur aufgeschrieben, weil Master Thesis sollte dann schon irgendwie ein bisschen weitergehen. Maybe a more serious one. Gordon is asking, how do you use the chess to handle Gordon fragt, requests or code with strict timing requirements? Wie macht ihr das mit strikten timing requirements, Anforderungen und Interrupts? Wenn ich strikte timing Anforderungen habe, dann werde ich keine Interrupts verwenden, sondern dann polle ich das Gerät einfach. Also ich frage es einfach immer wieder. So funktionieren eigentlich alle User Space Treiber. Die fragen einfach das Gerät, gibt es ein Paket immer wieder und ungefähr 1 Million Mal pro Sekunde. Interrupts sind für sowas überhaupt nicht geeignet, weil das Empfangen von dem Interrupt einen Context-Switch verursacht, Context-Switch zurück, vom Interrupt-Händler irgendwo anders hin. Und dann muss man das Gerät trotzdem pollen, weil der Interrupt sagt einem ja nur das, was passiert ist, aber nicht was. Und ja, wenn man sich tatsächlich jetzt über Latenz Sorgen macht, dann pollt man das Gerät die ganze Zeit. Und ja, für User Space Interrupts kann man sich das VFIO Framework anschauen, wenn man das wirklich alles braucht. Let's go to the hall questions. Please keep your questions to one sentence only and only ask questions because there's many of them. Microphone number 2, please. So when you compare different user space drivers, wenn ihr unterschiedliche User Space Implementierungen vergleicht, warum war Rust schneller als C, langsamer als C? Und das ist doch eigentlich alles Compile Time. Wir haben ein etwas mehr Speicheroperationen aufgrund der Safety Features von Rust. Ganz weg geht das nicht. Wir müssen nämlich die Paketdatenstruktur von
innerhalb des Treibers an den User weitergeben und da passieren Kopien und deswegen ist Rust tatsächlich ein bisschen langsamer, aber man kann es tatsächlich bestimmt nochmal deutlich besser optimieren und es war halt immer noch nur eine Bachelorarbeit, das heißt, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, also man könnte es bestimmt noch irgendwie schneller machen, aber meine Vermutung ist, dass es trotzdem immer noch ein bisschen schneller bleibt. Mikrofon Nummer 3. Und natürlich macht mein C-Treiber überhaupt nur keine Bounce-Checks, schon leider deswegen kann er schneller. Ihr habt Haskell erwähnt. Und das war nicht in der, im Vergleich, könnt ihr darüber Haskell reden? Haskell wurde überhaupt nicht auf Performance optimiert und das heißt, wäre im Vergleich jetzt unfair gewesen. Es war auf jeden Fall ziemlich langsam bis jetzt, aber wie gesagt, wurde auch nicht optimiert. Awesome talk, thank you very much. Have you considered using Toro programming languages like Idris or Coq, where your compiler can check the logic of your andere Programmiersprachen wie Idris oder Coq angedacht, wo man den Treiber checken kann. Ah, dafür hatte ich einfach keine Studie, die man das implementiert hätte. With the garbage collector included, including Go. So my question is, how often do the GC stop the war happens and what is the general heap sizes? Wie oft stoppt der Garbage Collector die Welt? Wie ist die Heap-Größe? I don't know how often the latency showed you how long it takes. Ja, also man hat ich weiß jetzt nicht genau wie häufig, da im Latenzdiagramm hat man halt gesehen, wie lange es dauert, aber die Statistiken, wie häufig das jetzt genau mit dem Garbage Collector passiert, habe ich nicht. Es gibt in den zugehörigen Papern, gerade auch diesen verlinkten Paper, wo der Typ das Betriebssystem in Go implementiert hat, wie lange sowas passiert. Kannst du dich da an was erinnern? Ja, mit der Heap Size haben sie, glaube ich, was gemessen und wie häufig der Garbage Collector pausiert. Ich bin mir gerade aber nicht so sicher, weil das Go-Profiling diesen Knoten einfach komplett weggeworfen hat, weil es quasi keine Zeit verbraucht hat im Vergleich zu den ganzen anderen Knoten. Das heißt, bis auf die Latenz, die sich leicht erhöht, ist es eigentlich irrelevant. Ich habe zwei Sprachen vermisst, OpenCL. Languages, but it would be interesting to have the GPU talk directly to the network. There is a paper out there that's called. Also dass die GPU tatsächlich mit dem Netzwerk redet, da gibt es ein Paket, das heißt Package Shader. Yes, they do exactly what you. Es gibt ein Paper mit diesem Titel und sie machen tatsächlich genau das, was ihr denkt. Es gibt auch ein anderes Paper, das heißt Raising the Bar for GPU Packet Processing. Sie sagen, dass das im Prinzip keine gute Idee ist, denn wenn man die Pakete zwischen der Netzwerkkarte und der GPU transportiert, dann muss man gigantisch große Batchgrößen verwenden, damit das besser wird, der Durchsatz, und dann wird aber die Latenz schlechter. Und dann haben sie in dem Paket, in dem Paper eben auch keine ordentliche Latenzmessung, was das Ganze so ein bisschen unterstreicht. How do you deal with IO ordering? Wie geht ihr denn mit der Reihenfolge um IO ordering? The order in which the CPU posts IO accesses is the same. Die Reihenfolge, in der die CPU die IO Zugriffe ausgibt, ist nicht die gleiche. Wenn ihr das mit UIO das macht, dann habt ihr diese Garantie nicht. Ja, also zum Memory Ordering, also zur Speicherzugriffsreihenfolge, dann ist das ziemlich gerätespezifisch, welche spezifische Semantik man da verwendet. Aber bei dem Intel-Gerät, da gibt es eine Stelle, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich Release Order Semantik brauche, wo ein Flag gesetzt wird, was dazu führt, dass noch ein anderes Flag gelesen wird. Und ja, ich finde aber in den ganzen Treiber-Implementierungen da draußen keine Release-Order-Memory-Barriere. Also brauchen wir es wahrscheinlich nicht. Für Go und Rust haben wir halt eben die Low-Level-Primitive, die Hardware-Memory-Barrieren da einfügen. Für andere Sprachen, zum Beispiel, wenn man sich den Snap-Treiber anschaut, der in Lua geschrieben ist, da gibt es eben so einen kleinen C-Stub, der aufgerufen wird, immer wenn Speicherbarrieren gebraucht werden, der ruft dann M-Fans auf. Die Zusammenfassung von dem Talk hat erwähnt, dass es eine Benutzer-Space-C-Implementierung ist, 6 bis 8 Mal schneller als die Kernel-Implementierung. Was war der Grund? Das ist vor allem wegen der Batch-Größen. Es gibt auch eine andere Implementierung, die XDP verwendet, also Kernel mit XDP oder Kernel ohne XDP. Da sind wir
ca. 30% schneller als die Version bei Kernel mit XDP. Next question again from the internet. So R is asking, have you considered writing user-space drivers for the more inherently insecure due to specification complexity things like the Bluetooth stack or things like... Habt ihr mal überlegt, User-Space-Treiber für Bluetooth oder andere unsichere Sachen zu schreiben? Ja, das wäre mit Sicherheit interessant. Yeah, I guess that's a good topic for the research. Ist bestimmt eine schöne Forschungsfrage, aber wir beschäftigen uns halt mit Netzwerk, weil das im Moment ziemlich verbreitet ist und auch total populär ist, daran zu arbeiten. Und man kann dann da ja TCP und so weiter drauf machen. Thanks for the talk. Just a little question. Vielen Dank. Does IOMMU affect performance? Beeinflusst IOMMU eure Performance? Da sind wir uns nicht so ganz sicher. Ihr könnt den da vorne fragen. Wie gesagt, er hat angefangen zu evaluieren. Gerade braucht es, macht für nicht zu irgendwelchen Performance-Einbrüchen. Es gibt auch ein Paper, das heißt PCIe Bench. Das ist ein Paper. Ich glaube, es wurde auf der Sitcom last year veröffentlicht. Und ja, also es gibt definitiv irgendwelche Effekte. Und wir haben das aber in unserem Setup einfach noch nicht gemessen. When you access ring buffers, wenn ihr die Ringbuffer zugreift, ist da normalerweise ein einmal Zugriffsmakro in C, weil C in der Lage ist, die Semantik so zu ändern, das Speicher zu lesen in der Variable. C darf das zweimal lesen und habt ihr da ein Makro, um das zu verhindern? The communication actually broke in that way because you had talk to bug. How would wir hatten eine Implementierung, wo dieser Bug uns das kaputt gemacht hat. Wie sichert ihr einen einzelnen Speicherzugriff? Ja, also enforce, also durchsetzen, ist irgendwie immer ein ziemlich hartes Constraint. Was die Programmiersprachen halt alle machen müssen, ist Deskriptoren, also im Prinzip Pointer auf eigentliche Buffern aus diesen Ringen auf der Netzwerkkarte rauslesen. Das müssen die Implementierungen machen. Und das sind tatsächlich immer nur so 16 Byte und sowas. Und ich hoffe einfach, dass das tatsächlich dann auch immer Kopien sind. Also ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Wir hatten Atomic Read, das atomar laufen soll. Und ich würde das jetzt als Bug and Go betrachten, wenn ein Atomic Read zu zwei Read-Instruktionen führen würde. Wie können wir andere Leute, Business-Leute und Entwickler davon überzeugen, dass sie eine neue Sprache lernen und die Zeit investieren, da drin zu entwickeln? Ja, da habe ich keine Ahnung. Es ist für mich ein absolutes Rätsel, warum Leute immer noch Sachen in C schreiben. Keine Ahnung. Sorry. Thank you very much to Paul, Simon and Sebastian. Vielen Dank an Paul und Sebastian.